So. Okay, wir sollten nicht unbedingt zwischen beiden stehen. Komm, treiben wir den hier in die Ecke. Haben so ein bisschen Abstand vom Baum. Und der müsste eh gleich umkippen. So, jetzt. Komm schon. Ja. Okay, cool und kaputt. Oh, und ein Geist mischt sich auch noch ein. Hier ist ganz schön viel los unten. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die hier oben sind, um den Magier zu schützen, aber... Vielleicht sind das auch schon Diener-Kreaturen von dem Slasher of Wales, also von dem Dämon. So. Komm, 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 komm. Ich will nur kurz den Geist weghauen. Danach wollte ich mich schon wieder taktisch zurückziehen, um zu heilen. So, ein ordentlicher Treffer beim Geist noch. Ordentlicher Treffer, sage ich. No, Heilung. So, Lebenspunkte sehen nicht so gut aus. Mana ist alle. Der Baum hat noch keinen Treffer bekommen. Habe ich gerade Mana regeneriert? Das sah fast so aus, als wenn die Flasche sich leicht gefüllt hätte. Komisch. Na gut. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir noch bekommen. Und sonst laufen wir einfach weg zum Eingang. Dürfte ja nicht allzu weit... Dürfte ja nicht allzu weit weg sein. Nur kommen wir leider nicht mehr hoch. Das ist ein dezentes Problem. Wir müssten dann nämlich über diese Schlucht wieder rüber levitieren. Das können wir nicht. Hier. Und vielleicht können wir einfach schlafen. Ja. So. Lichtzauber. In Lore. Heilzauber. IBM. Und runter. So, bevor wir uns den Baum jetzt widmen, würde ich ganz kurz die Nischen hier aufdecken. Weil der Baum, den können wir im Notfall einfach rumlaufen. Der ist ja nicht so schnell, ne? Da ist nix. Wir müssen unbedingt Lampenöl finden. Weil Lichtzauber schön und gut, aber... Pile of Bones. Was werden nicht die richtigen sein? Aber ja, Lichtzauber schön und gut. Kann aber nicht mithalten mit dem Lampenöl. Bei weitem nicht. Das ganze Lavagespringe und Rübergefliege ignorieren wir erstmal. Wir wollen jetzt nur die Sachen abklappern, die wir auch zu Fuß abgehen können. Was nordwestlich von hier wäre auch noch. Genau, hier. Keine Geheimtüren, okay. Noch mehr Lava. Und der Geist meinte auch im Südwesten. Jetzt sollten wir echt unsere Suche darauf beschränken. Weil es sieht ziemlich großräumig hier aus. Also hier unten irgendwo. Das heißt nach Süden. Wo der Baum noch hausen müsste. Dann hatten wir hier noch ein, zwei Nischen, die ich aufdecken wollte. Richtung Westen. Beim Baum, genau. Hier ist nichts. Auch keine Geheimtür. Ein toter Abenteurer. Ein Feuerelementar und eine schöne Stelle zum Springen. Ja, hier oben ist definitiv was. Guti, komme ich aber so hoch. Oh, 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 oh. Komm. Nein, nein, nein. Komm. Heilung. Heilung. Okay, ich muss, glaube ich, zickzack springen. Oder? Nee, so komme ich nicht hoch. Also gerade hoch kann ich so hoch springen, aber... Oh, 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 was war das denn? Schnell, 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 schnell. Und schlafen. Das muss ein Feuerball im Rücken gewesen sein. Heilung. Oder eine Falle. So oder so weg von der Lava. Da ist irgendwas im Dunkeln. Ratte? Ja. So, Ratte weg.
Danach wird erstmal was zu essen beschworen. Hatten wir nämlich länger auch nichts mehr. EMN. So. Helm wird kurz abgelegt. Au. Fliegt einfach an uns vorbei. Na gut. Schlafen. Komischer Imp. Aber ja, Imps sind allgemein recht komisch. Noch mehr essen, bis wir satt sind. Weil ich denke, da wo wir hinwollen, mit dem ganzen Hin- und Hergespringe, das könnte wirklich schwer werden. Und schwer heißt, wir müssen viel schlafen. Und das wäre unpraktisch, wenn genau in dem Moment wir den Hunger bekommen und nicht ordentlich regenerieren. So, nochmal schlafen. Oh, unterbrochen. Von was? Bestimmt der Impen. Ja, kommt aber nicht. Ah, kopfloser, okay. Du dürftest kein Problem darstellen, selbst ohnehin. Zip. Komm schon, wir wollen doch nur in Ruhe schlafen. Gelb ist ja schon mal. Zwei Treffer noch, denke ich. Oh. Oder auch nicht. So, schlafen. Ja, schon wieder unterbrochen. Ratte. So, schlafen. Du siehst nicht sehr sympathisch aus. Oh, ist aber gleich rot. Und kaputt. Und wir können durchschlafen, sehr schön. Also, dich wollen wir essen. Dich wollen wir aufheben und aufsetzen. Dann hätten wir gerne Licht und der Imp fliegt ja vorbei. Dann hätten wir gerne den Heilzauber. So, was sagt die Karte? Karte sagt, wir sind gleich südwestlich. Sieht definitiv ein wenig stabiler aus als die anderen Bereiche. Oder auch nicht. Schon wieder über Lava. Okay, gucken wir uns die andere Seite an. Das könnte echt eine Gruft sein. Also eine richtig angelegte Gruft. Mit den ganzen Nischen an den Seiten, wo die Überreste liegen. Brot und Wasser. Oder Gefängniszellen. Und eine Giftspinne. Komm schon. Weg mit dir, bevor du uns vergiftest. So. Nee, hier ist nix. Wäre der Südwesten. Also der Gang hier noch und der. Das war einfach nur ein alter Gefängniskomplex, der zusammengebrochen ist. Oh, der Bruder von dem gesuchten Magier. Meinte ja auch etwas von Südwesten oder Nordwesten? Vielleicht meinte er gar nicht die Etage über uns, wo wir immer wieder gesucht haben, sondern er meinte auch die hier. Aber werden wir gleich sehen. So, da oben müssen wir noch gucken und links rum. Kaputt. Hey. Das war jetzt unerwartet. Das waren so ziemlich die ersten Gegner, die gefunden haben, ne? Knochen, Überreste. Noch mehr Überreste. Nee. Der Gesuchte wird eine eigene Gruft haben, mit Namensplakette und allem. Ich denke nicht, dass irgendeins von diesem random Haufen hier die Überreste von dem Magier sind. Oh, bist du aggressiv? Ja, bist du. Kaputt. Haben wir den Boden getroffen oder ihn? Ihn. Okay. Sieht ein bisschen aus wie der andere, der so zäh war. Weißt du was? Ich ignoriere dich. Du bist nur ein Golem, du bist viel zu langsam.
Wir wollen eh nur gucken, ob hier was ist, was wir brauchen. Definitiv. Das kommt alles mit. Und das A, sehr schön. Das A ist wichtig, weil wir uns damit teleportieren können. So, was haben wir da drin? Eine Schriftrolle. Können wir nicht mitnehmen. Weg mit dir. So, ist da noch irgendwas drin? Nein, leer. Also, was steht auf der Schriftrolle drauf? Nichts? Nein! Ah! Warum sehen die manchmal so aus und manchmal so? Denke dran, Naweoksk in dem Phasenraum in der fünften. Was? Denke dran, dich mit Naviksox in dem Phasenraum im fünften Zyklus zu treffen. Ja, das wird irgendein Memo sein von dem Tybal. Und falls ihr euch wundert, warum der Golem gerade nichts gemacht hat, wir haben gerade die Zeit angehalten. Weil wir der Avatar sind und sowas können. Wir können nämlich nicht lesen und deswegen sprechen wir einfach alle Sprichrollen, die wir gerade finden. Und dann passieren lustige Sachen. Aber hier war kein Überreste. Jedenfalls keine, die wir so als Überreste identifiziert hätten. Also wir können noch mal gucken, aber wenn irgendwo eine Plakette oder dergleichen gewesen wäre oder eine Tür, die das Ganze irgendwie abschließt, hätte ich das gesehen. Und da die Person ziemlich wichtig ist, wird sie eine eigene Gruft haben. Die wird nicht einfach hier mit dem Pöbel vergraben worden sein. Nö, gut. Gucken wir uns auf der Ebene weiter um. Wir laufen jetzt zurück hier hin. Und levitieren dann, würde ich sagen. Das macht das Ganze doch erheblich einfacher. Nee, nicht so. So. Ja, fast alles da. P, K. Und rüber. Runter. So, wir wollen jetzt nach... eigentlich da. Warte mal, wir könnten einfach von hier, wo wir eben gerade rüber levitiert sind, nach Norden fliegen. Und gucken, ob hier irgendwo eine Abzweigung ist. Na komm, lass mich da durch. Da ist wieder der Imp an uns vorbeigeflogen. Er hat echt nichts zu tun, der Junge. So, ist hier irgendwo Boden unter uns? Ja. Imp fliegt wieder vorbei. Also das hier müsste definitiv noch Südwesten sein. Oder südwestlich von der Karte. Hier ist ein Feld, wo keine Lava ist. Ist hier irgendwas drauf? Kettenhandschuhe. Nee, Plattenhandschuhe. Exzellente. Und unsere sind... exzellent. Oh, Feuerelementar. Weg, 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 weg. Nicht genug Mana. Nein! Wir haben den Mana-Trank gerade weggeschmissen. Richtig? Richtig. Okay. IBM. Karte sagt, wir müssen nur ein kleines Stück laufen. So. Das wird gleich unser Tod, aber wir können noch ein wenig aufdecken. Irgendwo wird es hier wohl wieder rausgehen. Fliegende Augen. Und kaputt. Ja, wir haben definitiv nicht allzu viel Mana. Also wir können einmal levitieren. Ein zweites Mal klappt nicht. Und da wir nicht wissen, wann das erste Levitieren aufhört, haben wir ein echtes Problem. Aber na gut. Sagt die Karte. Karte sagt, wir waren immer noch nicht da oben.
Jetzt, wo wir hier zaubern können, könnten wir ja eigentlich auch schnell levitieren. Und wir könnten uns jederzeit raus teleportieren mit dem Ark-Zauberspruch. Ich bin echt versucht, die Türen jetzt zu öffnen. Aber wir haben ja Schlüssel gefunden. Und wir müssen immer noch den Bruder von ihm hier befreien. Weil ich habe es im Gefühl, wenn wir hier unten jetzt weiter aufdecken, dann werden wir bald zu dem Dämon kommen. Und dann wird es zu einem epischen Kampf kommen, den wir zwangsläufig gewinnen werden, weil wir unsterblich sind. Und dann würden wir den armen Jungen da in der Zelle verrotten lassen. Das heißt, ich speichere jetzt erstmal ab. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal wieder, ich glaube zum dritten oder vierten Mal, hier in den Bereich gehen. Aber diesmal mit zwei weiteren Schlüsseln bewaffnet und der Fähigkeit zu zaubern. Im Gegensatz zu vorher. Was das Ganze erheblich erleichtern dürfte. Ja, sehr schön. Also dann, bis gleich.